Ja, hier auf den Straßen in Washington, das ist ein Rausch der Gefühle. Also die Leute, die sind voller Euphorie. Ich muss dazu sagen, wir waren vorhin zu meiner letzten Schalte hinten drei Blöcke weiter, also kurz vor dem Weißen Haus. Wir mussten uns hierher bewegen, weil die Daten nicht mehr übermittelt wurden. Das Netz ist vollkommen überlastet, sowohl am Handy als auch von unserer Kamera. Also da kann man sich so ungefähr mal vorstellen, wie viele Menschen da gerade hinter mir sind. Schätzungsweise 7000 Menschen. Etwa auf diesen wenigen drei Blöcken auf der Straße dicht gedrängt und vor allem in einer unglaublich kurzen Geschwindigkeit hat sich das hier gefüllt. Also heute Morgen war wirklich noch so die Ruhe vor dem Sturm. Man konnte fast die Vögel zwitschern hören und jetzt sind hier 7000 Menschen, alle irgendwie bewaffnet mit Schildern, mit Kappen, mit T-Shirts, Biden, Harris. Alle jubeln, Musik, es wird gefeiert. Also inzwischen hört man auch bei diesem ganzen Jubel nicht mehr die Rufe nach Trump, Pence out. Also am Anfang war es wirklich, vielleicht kriegt ihr das mit, die Leute strömen hier auch von der anderen Seite nach wie vor unentwegt hinter mich auf diesen Platz. Also es füllt sich immer noch, es sind Scharen, Massen an Menschen, die gerade hier auflaufen vor dem Weißen Haus und diesen Sieg feiern. Ja, also ausgelassene Stimmung dort auf den Straßen. Wir sind gespannt, wie sich das jetzt noch entwickelt. Es ist ja noch relativ früh bei dir. Das wird zum Abend hin bestimmt noch viel, viel mehr. Do you guys wanna come and show your T-Shirts? Because, also hier kommen gerade wieder so ganze Gruppen mit T-Shirts, Biden, Harris und so an. Die Leute trommeln hier, wenn sie einlaufen. Also es ist wirklich eine sehr ausgelassene Stimmung und ich würde mal sagen, das geht bis mindestens heute Abend, wenn nicht noch die nächsten Tage so weiter. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.